Es ist nicht zu fassen. Damit hat man nun wirklich nicht gerechnet. Aber so ist es. Es ist tatsächlich wahr geworden. Man hat wirklich geglaubt, es wäre unmöglich, da dieser Charakter ja gleich zwei Firmen gehört. Und eine dieser Firmen ist sehr, sehr, sehr strikt. Aber Nintendo konnte sich schließlich durchsetzen, beziehungsweise Sakurai, und uns nun als letzten DLC-Kämpfer Sora aus der Kingdom Hearts-Reihe in Smash Bros. Ultimate reinbringen! Yeah! Es ist nicht zu fassen. Wie bereits erwähnt. Ja, ist mal gut jetzt. Aber ja, Sora aus Kingdom Hearts ist tatsächlich der finale DLC-Charakter für Smash Bros. Ultimate. Tja, dementsprechend kann ich jetzt noch sagen, Rest in Peace Crash Bandicoot, Rest in Peace Doomslayer, Rest in Peace Rayman, der war auch wirklich gefragt, Rest in Peace Shantae leider, Rest in Peace Shovel Knight, Rest in Peace war Luigi, Rest in Peace Gino, Rest in Peace Rex, weil Pyra und Mifra sind ohne ihn reingekommen. Und Rest in Peace Blaze, Rest in Peace Tails, Rest in Peace Eggman. So viele andere, Rest in Peace Shadow. Ja, und so weiter und so fort. Sie alle haben es leider nicht reingeschafft. Ja, dann viel Glück beim nächsten Mal. Habe ich eigentlich Waluigi erwähnt? Ich hoffe es. Ansonsten nochmal Rest in Peace Waluigi. Besonders ihn hat es ein weiteres Mal zum dritten Mal bereits hintereinander treffen müssen. Also wenn Nintendo ihn nicht dann noch als von vornherein als neuen Kämpfer in Smash Bros. Ankündigt, falls es überhaupt kommen wird. Tja. Dann wird es Zeit, dass ich einen Haufen Waluigi-Fans hier uns versammeln und gemeinsam das Nintendo-Hauptquartier stürmen werden. Nee, Spaß, Spaß. Aber wäre trotzdem mal schön, wenn er reinkommt. Genauso wie, ja, so ziemlich all die anderen Kämpfe, die ich erwähnt habe. Und noch mehr. Aber mal sehen, wie das doch wird. So, aber jetzt checken wir im Trainingsmodus wie immer. Natürlich auch jetzt auf der neuen Stage Hollow Bastion. Nun den letzten Charakter aus. Hier ist es, das komplette Roster. Junge, Junge, wie das angefangen hat. Die Piranha-Pflanze, Joker, Dragon Quest-Held, Banjo und Kazooie, Terry, Byleth, Min Min, Steve, Sephiroth, Pyra bzw. Mithra, Kazuya Mishima und schließlich Sora. Sie alle haben es nun reingeschafft. Und, ich möchte mich auch noch entschuldigen, dass es leider keine Reaction zur letzten Sakurai-Präsenz gegeben hat, weil ich wollte wirklich eine Blind-Reaction noch machen, aber ich wurde leider dann doch noch gespoilert. Es ist zwar unmöglich, ungespoilert eine Reaction davon aufzunehmen. Vor allem, die mussten die Präsenz dann beginnen, wenn gerade Dienstschluss ist gewesen war an den Tag. Ja. Und ich brauche auch noch fast eine halbe Stunde bis nach Hause, also. Tja. Pech gehabt und ich wollte es wenigstens noch runterladen. Aber leider Gottes war es ausgerechnet in einen Screenshot. Bin ich ausgerechnet in einen Screenshot reingeraten, wo ich bereits die Arena sehen durfte und. Yep. Die hat mich eindeutig an Kingdom Hearts erinnert, also wusste ich, es war Sora. Und natürlich hat er auch verschiedene Kostüme aus den anderen Teilen. Das ist natürlich sein Standardkostüm aus dem ersten Teil, sein Kostüm aus dem zweiten Teil. Und ich glaube, das ist aus Dream Drop Distance und hier, glaube ich, aus dem dritten Teil. Und natürlich auch
ja, flüstern aus der Geos Kingdom Hearts 2. Und auch seine Drive-Outfits, also die Kampfform, die Magieform und die Ultima-Form. Okay, also die goldene Form überspringen wir. Na gut. Aber ergibt auch Sinn. Das sind erstmals die Standard-Drive-Formen und die Ultima-Form. Die kam ja auch erst später. Also die ist auch die allerletzte Form in Kingdom Hearts 2. Aber ja, wir nehmen erstmal sein Standard-Outfit. Und legen los mit dem Training, wo wir jetzt sein Moveset auschecken werden. So, jetzt muss ich es auch ein bisschen laut gerade. So. Ja, und da ist er. In voller Pracht. Er setzt mit seinen Taunts jetzt zum Beispiel den Stoppzauber einnehmen mit Steuerkreuz nach oben auf die Seite, wirbelt dann mit seinem Schlüsselschwert. Ja. Nach unten halt hier. Der Freudensprung. So, und jetzt erstmals die Bewegung. Langsam, normal laufen. Und dashen, da schwebt er rum. Also beim Dashen schwebt er rum hier. Dann noch der Sprung. Wie er voll eben diese Beine immer spreizen muss. Aber so kam das auch in Kingdom Hearts rüber. Ja, haben wir mal seine Bewegungen gesehen und jetzt wird es Zeit für seine Angriffe. Fangen wir mal mit den Standardangriffen an, mit A-Knopf. Seine Dreier-Kombo. Wenn man gedrückt hält oder öfters drückt. Na komm hoch, Kazuya, ist es noch nicht vorbei. Dann noch nach unten. Und der Schlag nach oben. Das ist, das macht besonders viel Damage. Das kommt da schon fast wie ein Smash-Angriff rüber. Und jetzt mal die Angriffe in der Luft. Ja, das kann auch in eine Combo reinfolgen. Ein Luftkombo in dem Fall. Aber egal welchen Knopf man drückt, also ist es eigentlich schon so ziemlich dieselbe Abfolge, wie es scheint. Ups. Der Schlag nach hinten. Der Schlag nach unten. Ups. Da konnte ich mich nicht rechtzeitig retten. Jetzt hab ich leider in den Rand geraten. Ja, das ist der Schlag nach oben. Kann man alles in guten Kombos vereinen. So, und jetzt noch der Dash an. Nein, nicht der Smash. Naja, den haben wir zwar auch gesehen, aber den werde ich trotzdem nochmal für die Quote zeigen. So, hier der Dash-Angriff. Oh, setzt er deinen Rutschkick ein? Ja, tatsächlich. Ja, stimmt. Ich glaube, da hat er mal was eingesetzt in Kingdom Hearts 1. So, okay, jetzt wird es Zeit für die Smash-Angriffe. Erstmal nochmal auf die Seite. Dann nach unten. Und ein Schlag nach oben. Ah ja, ich glaube, das ist ein Angriff, ist ein Abschlussangriff aus Kingdom Hearts 3. Ja, das wird das sein. So, jetzt noch das Packen. Nach hinten schleudern. Okay, das haben wir schon mal gesehen. Und jetzt nach vorne. Komm hoch, Kazuya. Und nach unten und nach oben. So. Und jetzt wird es halt für die speziellen Moves. Mit B-Knopf ganz normal. Feuerangriff. Oder. Ja, also. Er verbindet die Angriffe. Also er setzt immer andere Magie ein. Hier zum Beispiel Feuergar. Das wechselt dann zu Blitzgar und schließlich zu Eisgar. Wechselt immer voneinander ab. Und jetzt mal das. Stimmt, das ist ein, sag schon, wie nennt man nochmal diesen speziellen Move? Auf jeden Fall, den gibt es auch seit Kingdom Hearts 1. Der Spitze auf der Seite.
zack, zack, zack. Kann man richtig miteinander kombinieren. Oh. Okay, da kann man sich aber nicht mehr retten, wenn man erstmal da in der Luft ist. Mit der Spitze nach oben. Ja, ein Wirbelschlag nach oben hier. Und ein Konter-Move hat er auch drauf, ha? Huh? Moment, das haben wir gleich. Spezial, Smash, seitwärts. Okay, komm her. Oh ja. Haben wir das auch mal gesehen. So. Ich glaube, wir haben alle Moves dann so ziemlich gesehen. Ja, denn. Schild und Ausweichen. Natürlich die Seitwärtsrolle. Und Sora soll auch noch laut der Präsentation selbst leichter als Melinda sein. Aber sowas von, weil der soll Feder, er soll wirklich ein absolutes Fliegengewicht sein. Das macht ihn gleichzeitig sehr agil, aber gleichzeitig auch sehr empfindlich gegenüber Smash-Attacken. Der kann leichter geschleudert werden. Ja, aber das macht auf jeden Fall, also der hat auf jeden Fall Potenzial hier. So, und jetzt hier noch wird es Zeit für den Ultra Smash. Ja, das Schlüsselloch eröffnen, das Tor zur Dunkelheit schließen. Ja, genau. Ah, geht ab hier. Okay, haben wir erstmal sein Moveset gesehen. Und jetzt wird es Zeit, dass wir einen Kampf ausprobieren. Muss aber gucken, dass ich auch nicht die falsche Musik auswähle, weil ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Soundtrack gerade drin steckt. Da könnte möglicherweise auch das Simple and Clean oder sonstiger corporate geschützter Soundtrack drin sein. Da muss ich aufpassen. Okay, Smash. So wie wir es kennen. So, hier haben wir hier die... Oh, Moment, mit Y kann man die Soundtracks auswählen. Versuche. Lass mich nochmal zurück, bitte. So, hier haben wir es. Fragments of Sorrow, Night of Fate, Destiny's Force, Shouting Dark Cloud, Hand in Hand, Blast Away. Ob sie auch Hollow Bastion, Scherze den Otto und The Stati? Okay. Hm. Ist das etwa... Ja, aus dem ersten Teil natürlich. Oh ja. Die Musik, ey. Hm. Ich weiß nicht, was The Stati nochmal war. Oh ja, und die erste Kampfmucke aus Destiny Islands, beziehungsweise die Schicksalsinsel. Fragments of Sorrow. Das war, glaube ich, eher die erste Kampfmusik. Aber ja, die gefällt mir auf jeden Fall auch. Aber das ist echt alles? Okay, sie haben wirklich wahrscheinlich nicht die Rechte von Simple and Clean bekommen. Ach so, ja, das war der Final Boss, die Final Boss-Mucke. Okay, okay. Was nehmen wir denn am besten? Ja, Hollow Bastion, weil ich meine, das ist ja auch schließlich. Und ja, eine der Bossmucken. Oder wir bleiben doch bei dir. Ja. Nehmen wir das hier. So, und dann nehmen wir dieses Mal sein, na komm jetzt, lad ein bisschen schneller. Kinemats 2 Outfit. Und natürlich gegen Kazuya.
in seinem Anzug. Okay, legen wir los hier. Dann wollen wir mal. Hoffentlich geht's gut. 3, 2, 1, 0. Oh, Moment, was ist das jetzt für eine Musik? Warum? Warum habe ich nur die erste Bossmucke hier? Naja, was soll's. Okay. Oh ja. Ah, shit. Ich wollte schon sagen, kriege ich ihn auch mal? Uff. Das ist meins. Was? Hab mich auch gelähmt. Oh, shit. Lass es gut sein. Oh, nein. Uiuiui. Oh, ja. Und auch gleich noch dazu den Ultra Smash. Die Maxi-Tomate. Nein. Er hat sich den Smash Ball aus mir rausgeschossen. Oh, shit. Das war ein Fake. Aua! Nein! Lass gut sein! Ha! Treffer versenkt! Noch eine Helfer-Trophäe oben drauf. Oh! Ein Gegner aus Donkey Kong, nice! Donkey Kong Country 2! Ja, beißen! Und jetzt noch hier für den grünen Abschluss! Ja! Erwischt! Sora gewinnt! Und da ist die, das ist Traversstadtmusik, ne? Nee. Das war was anderes. Aber gut! Ja, ich dachte, wenn ich die Musik abspielen würde, würde ich sie auswählen. Aber ich glaube, das war anders. Das hätte ich anders machen müssen. Ich habe schon eine Weile jetzt nicht mehr gezockt und ich glaube, das wird jetzt auch für eine weitere Weile sein. Ich werde vielleicht ab und zu mal dann mit anderen spielen, aber ja, mit diesem Video war es das nun mit Super Smash Bros. Ultimate. Erstmals mein tiefster Dank an Sakurai und sein Team und an Nintendo, die sie dabei geleitet haben für dieses Spiel. Auch wenn es jetzt nicht mein Lieblings-Smash wurde, ich konnte deutlich feststellen, dass da wirklich sehr, sehr, sehr viel Liebe reingesteckt worden ist in das Spiel. Und ja, im Großen und Ganzen. Aber als Ultimate kann ich es nach wie vor nicht bezeichnen, alleine wegen den Einzelspieler-Modi und was auch immer, weil ich hätte es lieber gefunden, wenn wir so eine Art, beim Story-Mode so eine Art Supromomissier hinzugefügt bekommen hätten und vielleicht auch ein paar andere, also ein paar mehr Modi, weil da fehlen ja auch so einige noch. Es ist wirklich schade, dass das nicht möglich war, aber trotzdem bedanke ich mich herzlichst bei Nintendo und den anderen dafür, dass sie uns dieses Spiel gebracht haben. Und ja. Vor dem so viel Unterstützung bislang. Und wirklich, es ist ein guter Abschluss, dieser Charakter. Jedoch, eine Sache musste ich leider negativ feststellen von der Präsentation, weil die habe ich ja immerhin gesehen. Denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, alle Kingdom Hearts Games kommen jetzt auch für die Switch. Das wurde auch angekündigt. Die schlechte, es ist nur über eine Cloud-Funktion. Es ist nur eine Cloud-Variante von allen Spielen sogar. Nicht bloß von Kingdom Hearts 3 oder 2.8. Nein, sogar von 1.5 und 2.5 auch noch. Von PS3 Port, also von PlayStation 2 HD Ports. Und ja, ich habe mal in einer Direct gefragt, was jetzt mit Cloud auf sich hat. Und nachdem ich mich ein bisschen erkundigt habe, ist das extra sauer auf mich aufgestoßen. Denn es geht nämlich darum, es ist ähnlich zu vergleichen wie mit dem Livestreaming von Videos, dass da nämlich hier Spiele gestreamt werden.
gegen eine Gebühr. Sprich, man brauchte stetiges Internet, damit man die Spiele zocken kann. Und je nach Internetleistung läuft es flüssiger. Und das ist an sich vielleicht auf Papier ein ganz gutes Konzept. Und vor allem erspart es jede Menge Importierungs- und Entwicklungsarbeiten. Jedoch, in der Praxis ist das wirklich sehr schlecht umgesetzt, denn das Problem ist, wie gesagt, permanentes Internet benötigt man. Und das hat man auch nicht ständig, weil es kann zum einen passieren, dass mal dazwischen das Internet wegen Wartungsarbeiten unerwartet ausfällt, weil das kann man auch nicht vorhersehen, dass das mal dazwischen passiert. Und nicht überall sind die Internetleitungen gleich, manche haben nur begrenztes Internet. Und ja, genau deswegen ist das alleine schon wirklich kein gutes Konzept, weil vor allem, wenn man gerade, wenn vor allem dann gerade dann das Internet ausfällt, wenn man jetzt spielt und wenn man gerade 100% Completion macht, ja, da muss man das Glück haben, dass man rechtzeitig vorher gespeichert hat, denn danach ist ja der Speicherstand weg, weil wenn das Internet weg ist, ist auch das Spiel weg. Und dann noch eine weitere Sache, wenn erstmals die Server weg sind von dem Spiel, dann kann man es nicht mehr länger drauf zocken, dann ist auch das Geld dafür futsch. Das ist genau dieselbe Sache wie mit diesen Digitalvarianten von der aktuellen PlayStation und selbst dann geht es ins Menü zurück. Da muss ich halt die ganze Zeit hier draufhalten. Aber da höre ich wenigstens Super Smash Bros. Brawl Musik wieder. Und das gefällt mir. Ist ja bis heute noch mein Lieblings-Smash. Aber okay, um nochmal zurückzukommen. Das ist genau dasselbe Problem, was ich auch mit den aktuellen, was ich mit den aktuellen Digitalvarianten von der PlayStation 5 und der Xbox Series, das ist genau dasselbe Problem, wie ich mit den aktuellen Digitalvarianten von diesen Konsolen habe. Weil, wir wissen, es gibt eine mit und ohne Laufwerk. Und die ohne Laufwerk finde ich als wirklich sinnfrei, weil die wirklich nur begrenzt nutzbar sind. Denn sobald nämlich, wie gesagt, die Server weg sind, sprich, dass man keine Möglichkeit hat, mehr über den eShop zu kaufen, kann man, also über den Online-Shop dieser Konsolen, dann kann man auch nicht mehr länger, dann kann man nicht mehr länger weitere Spiele runterladen, als auch wird es nichts bringen, diese Konsolen weiter zu verkaufen, weil, wie gesagt, wenn die Server vorbei sind, dann, und wenn diese Konsolen auf, Systemstandard, wie heißt das nochmal? Ja, auf jeden Fall zurückgesetzt werden die Konsolen, dann, es sind auch die ganzen Spiele, die an sich schon drauf runtergeladen waren, sind auch nicht mehr länger drauf und die kann man, wie gesagt, auch nicht mehr länger runterladen. Und deswegen finde ich die auch wirklich als sinnfrei, da hätten sich Sony und Microsoft die Entwicklungskosten dafür sparen sollen, weil nur für 100 Euro weniger sowas zu bekommen, nein, danke. Da bin ich froh, dass ich meine Series X und meine normale PlayStation 5 habe bei mir. Kann ich froh sein, dass ich die bekommen konnte. Aber ja, das ist genau das Problem mit diesem Cloud-Service. Und, wie gesagt, vor allem ist eine weitere Sache noch, was mich daran stört, besonders auf der Switch, da wird eines der, widerspricht sogar eines der, Hauptfeatures von der Switch, und zwar, dass man auch unterwegs zocken kann. Denn man muss ja, wie gesagt, permanent Internet haben, weil wenn man irgendwo unterwegs ist, wo zum Beispiel kein Internet ist, zum Beispiel in Urlaub ist oder so, tja, dann kann man diese ganzen Cloud-Spiele auch nicht spielen, wenn man irgendwo ist, wo man kein Internet hat. Weil, wie gesagt, dann braucht man die Konsole gar nicht erst irgendwo hinbringen, wenn man dann nicht unterwegs zocken kann. Also wenn man gewisse Spiele nicht unterwegs zocken kann, die wirklich stetiges, permanentes Internet benötigen. Und auch gutes noch dazu. Ja, weil wirklich damit widerspricht das wirklich diesen Feature von der Konsole. Deswegen ist es auch von vornherein wirklich dumm, dass es auch noch auf der Switch angeboten wird. Und leider Gottes aber muss man auch sagen, ergibt es vielleicht aus der Sicht von Disney und Square Enix eher Sinn, denn
Auch wenn es wirklich, wie gesagt, die Spiel 1.5 und 2.5 müssen auf der Switch ohne Probleme und in 60 FPS spielbar sein. Das ist klar, die müssen darauf portierbar sein. Aber trotzdem, alleine weil nämlich die Speichergröße von den Spielen, die mindestens 40 bis 60 GB, also die 1.5 plus 2.5 Variante auf PlayStation 4 zum Beispiel, alleine die, weil man bekommt das ja auch wirklich nur in dem Gesamtpaket. Alleine die ist schon ein bisschen zwischen 40 und 60 GB groß, wenn man die downloaden möchte. Und das ist schon fast doppelt so viel, wie jetzt die Switch standardmäßig schon, die normale Switch standardmäßig als Systemspeicher zur Verfügung hat. Noch dazu wird sowieso 1-2 GB mindestens, also ein paar weitere GB schon für Betriebssystem oder was auch immer verwendet, weil man hat da auch nicht so von vornherein Zugriff auf den Speicher, der drauf ist. Da wird immer etwas ausgelassen. Ich weiß nicht warum nochmal genau, aber ich schätze mal, es hat mit der Funktion von der Speicherkarte oder von der Festplatte zu tun, was weiß ich. Ich bin halt leider kein IT-Experte, was das betrifft, aber fest steht, dass jedenfalls von vornherein nicht der komplette Speicher, der angeboten wird, zur Verfügung steht. Und ja, da ist es natürlich schon klar, dass es schwierig ist, das zu portieren. Noch dazu, alleine wegen der Speichergröße braucht man Budget von mindestens 1 Million und mindestens 2 Portierungsjahre, selbst egal wie gut das Entwicklerteam ist, damit braucht man mindestens 2 Jahre und ein Budget von 1 Million, um das gut zu porten auf die Switch. Das ist leider das Problem, weil, wie gesagt, das muss dann dementsprechend wieder optimiert werden, damit nicht so viel Speicher drauf ist. Und da müssen wir noch dazu rechnen, Kingdom Hearts 3 und 2.8 sind auch noch ganz andere Biester. 2.8 enthält zwar auch Dream Drop Distance, was auch noch auf der Switch alleine gut spielbar wäre, weil es nämlich ein HD-Port von einem Nintendo 3DS-Spiel ist. Aber Kingdom Hearts 0.2, was da drauf ist, auf 2.8 und dazu noch der dritte Teil, laufen beide auf der, ich glaube, Unreal Engine war das. Und ja, das auch zu porten braucht auch noch extra Zeit und extra Budget, damit das funktioniert. Und auch wenn ich dem nicht zustimme, muss man sagen, ist das auch wahrscheinlich der Grund, warum leider Gottes auch jetzt Square Enix und Disney sich für diesen Weg entschieden haben, weil das halt Budget und was auch immer Kosten spart. Leider, das ergibt dann natürlich zwar Sinn, weil das ist auch der Grund, aber den stimme ich natürlich trotzdem nicht zu, weil das trotzdem nach wie vor, wenn das jetzt wirklich jeder Entwickler macht, dann ist das nach wie vor trotzdem noch Faulheit und immer noch auf Faulheit und Kostensparen bezogen, weil Newsflash. Weil eigentlich würden sie das komplette Budget und die Entwicklungskosten mindestens 3 bis 4 Mal so viel alleine vom Gewinn her wieder zurückbekommen, weil ich bin sicher, selbst diejenigen, die schon die Kingdom Hearts Reihe auf den anderen Konsolen oder auf Epic Games besitzen, würden sich trotzdem die Switch-Variante zusätzlich zu anderen Switch-Besitzern kaufen wollen. Das wird wie warme Semmeln trotzdem weggehen. Deswegen zum Beispiel stimme ich dir nicht zu, diesen Weg. Das wird trotzdem sich verkaufen wie wahnsinnig. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Aber leider Gottes haben sie sich dann doch für diese Chose entschieden und ich finde das einfach bescheuert. Ganz zu schweigen, es gab ja schon von vornherein einen wirklich dummen Grund alleine jetzt, alleine Kingdom Hearts 3 für die Switch jetzt nicht supporten, weil sie sagen, es ist aus technischen Gründen nicht möglich. Aber wisst ihr, wie sie das herausgefunden haben? Sie haben einfach die PlayStation-Variante oder Xbox oder was auch immer Variante so direkt auch mal auf der Switch laufen lassen. Es hat gelaggt wie Sau und da haben sie gesagt, okay, ist nicht spielbar. Ja, wie wäre es, wenn ihr das vorher mal optimieren würdet? Paar grafische Abstriche hier und da machen, damit es flüssig läuft? Schon mal daran gedacht? Und das sagen die aus technischen Gründen. Ist es nicht geplant, das zu machen?
Hallo? Ich bin kein Technik- und IT-Experte und trotzdem weiß ich sowas, dass das... Trotzdem weiß ich das von vornherein schon all diese Sachen. Und deswegen muss man kein IT-Experte sein, damit man feststellen kann, dass das absolute Bullshit-Grund ist, jetzt zu sagen, dass das nicht, dass man das nicht portieren möchte. Das ist alleine aus Faulheit. Ich sehe da keinen anderen Grund. Und genau deswegen. Genau deswegen bin ich da schon ein bisschen enttäuscht, dass wir jetzt Kingdom Hearts, die Kingdom Hearts Reihe nur auf Twitch, nur auf diese Art und Weise kriegen werden. Ich weiß nicht, ob das irgendwann noch geändert wird, weil ich meine, Dragon Quest zum Beispiel haben sie auch auf die Switch geportet und zu der Zeit war es auch die Best, die Definitive Variante, weil das die ganzen Bonusinhalte haben sie jetzt natürlich auch auf die anderen Varianten rübergebracht. Aber trotzdem würde ich immer noch bei der Switch-Variante bleiben, weil selbst wenn ich jetzt auf Steam, weil selbst wenn es das Steam Deck kommt, wo man auch Steam-Spiele unterwegs spielen kann, mit besserer Grafik und flüssiger, ich bleib trotzdem bei der Switch. Ich habe schon die Switch-Variante und da kann ich auch drauf bleiben, weil da kann ich auch von vornherein unterwegs damit zocken, also muss das nicht sein. Ich meine, wenn ihr mehr bessere Grafik und flüssige Spielen bevorzugt, könnt ihr meinetwegen dann Steam-Variante spielen und auch wenn ihr es unterwegs dann zocken wollt, das künftige Steam Deck euch holen. Ich werde es wahrscheinlich mal auch holen, aber ich warte da erstmals noch, weil alleine wegen dem Preis muss ich noch warten, weil die Standard-Variante kostet schon so viel wie eine Switch, wenn nicht sogar etwas mehr. Und für die vollste Variante, da ist, reicht noch nicht mal der Speicherplatz, also für die beste Variante, die den höchsten Speicherplatz hat, die alleine schon so zwischen 700 und 800 Euro kostet. Kosten wird, besser gesagt. Ich weiß nicht, ob die schon draußen ist. Ich glaube, die ist noch nicht draußen. Aber alleine, ja, und dann muss ich mir auch noch vorher eine zusätzliche Terabyte Speicherkarte, mindestens 2 Terabyte Speicherkarte auch noch dazu kaufen, damit ich nötigen Speicherplatz für das Steam Deck drauf habe, für alle meine Steam-Spiele. Und das kostet auch noch was. Dann würde ich schon fast auf 8, 9 oder 900 oder sogar 1000 Euro oder sogar noch mehr kommen, alleine für das Steam Deck. Und Valve, also die Steam-Publisher, die planen bereits ein Steam Deck 2. Obwohl das Steam Deck 1 noch nicht mal draußen ist. Ja, dementsprechend warte ich also noch ein wenig. Ach. Aber ja. Wenn euch das Steam Deck, wenn ihr lieber Dragon Quest für Steam holen wollt, dann solltet ihr es über das Steam Deck auch, wenn ihr lieber die Steam-Variante bevorzugt, dann könnt ihr unterwegs dann mit dem Steam Deck dann auch damit spielen, mit besserer Grafik und flüssiger als auf der Switch. Obwohl die Switch-Variante kaum schlechter aussieht, muss ich sagen. Und immer auch konstant 30 FPS hat, das muss man auch noch gutheißen bei der Switch-Variante. Und dementsprechend bleibe ich auch bei der Switch-Variante, auch wenn es jetzt nicht im 4K auf meinem aktuellen 4K-Fernseher genießen kann. Es sieht trotzdem noch gut genug aus und es passt mir. Ja, und ich wünschte mir dieselbe Behandlung, würde auch die komplette Kingdom Hearts-Reihe bekommen, aber leider müssen wir jetzt damit leben. Es ist schade, es ist auch wirklich schlimm. Ich weiß auch warum. Ich kenne auch natürlich auch den Grund warum. Er gibt leider Sinn. Aber gleichzeitig stimme ich dem nicht zu, weil es trotzdem eher auf Faulheit basiert. Und vor allem würden sie, wie gesagt, das komplette Budget und all das Geld, das sie reinstecken für die Entwicklung, ja wirklich viel mehr davon wieder zurückbekommen als Gewinn. Aber deutlich, mindestens 3-mal so viel, weil ich wette drauf, wenn nicht sogar noch 10-mal so viel, weil ich wette drauf, die Leute werden das wegkaufen wie warme Semmeln. Da werden sich wirklich viele mehrere Millionen Exemplare dafür verkaufen, ich wette drauf, sowohl digital als auch physisch. Vielleicht dann bei Switch Pro werden sie sich dann mal überlegen, aber ich hoffe auch nicht, dass sie da genauso wie bei New 3DS jetzt exklusive Spiele dafür rausbringen werden. Das muss auch nicht sein. Noch dazu auch die Switch-Cartridge, habe ich auch vergessen zu erwähnen. Die brauchen sie auch eine besonders große dafür, für die ganzen Spiele. Und die kostet natürlich auch was. Aber wie gesagt, das ganze Geld könnten sie als Gewinn noch zurückbekommen. Und noch viel, viel, viel mehr davon. Weil wie gesagt, das wird sich wie warme Semmeln verkaufen. Ich wette drauf.
Ich würde es wahrscheinlich auch kaufen. Weil dann hätte ich Kim im Alter unterwegs. Aber so geht's leider nicht. Wie gesagt, vielleicht kriegen sie noch ein Herz und bringen es noch rüber. Weil ich meine, es ist ja schon allein ein Wunder, dass Sora in Smash ist. Ein Charakter, welcher zu Square Enix als auch zu Disney gehört. Und vor allem sogar noch mehr, vor allem zu Disney. Und wir kennen ja Disney, ne? Naja, ihr wisst jedenfalls Bescheid. Na gut. Damit verabschiede ich mich jetzt endgültig von Super Smash Bros. Ultimate. Das war's jetzt. Eure Meinung zu Sora in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr habt genauso Spaß mit ihm wie ich gerade. Und ja. Hoffen wir mal, dass Sakura jetzt seinen verdienten Urlaub bekommt und auch künftig von mindestens einem Smash-Projekt, falls wirklich ein neues Smash kommen wird, rausgelassen wird und jemand anderes wenigstens halbwegs so kommt, wenigstens halbwegs, Boah, jetzt habe ich die Bezeichnung. Jetzt fällt mir gerade das Wort wieder nicht ein. Ah, halbwegs so fleißig ist wie er. Sagen wir es mal so. Dann wäre der Smash-Reihe in guten Händen. Aber wir wissen nicht wann und ob es überhaupt was kommt, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall, hier an der Stelle endet es. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und nochmals danke an Nintendo und Sakurai. Nochmals danke an Nintendo und Sakurai und danke fürs Gucken. Weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Videos und auf Wiedersehen. Und tschüsschen, Leute!